Yo Leute, was geht? Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Vlog hier auf meinem Kanal. Ja Leute, wie ihr seht, bin ich gerade im Auto, denn für mich geht's jetzt nach Stuttgart zum Petro Lombardi and Friends Konzert in der Porsche Arena mit meinem Vater hier, weil er wird heute Schlagzeug spielen bei der ganzen Show für verschiedene Künstler. Aber jetzt müssen wir natürlich erstmal zur Porsche Arena fahren, deshalb würde ich sagen, wir sehen uns gleich. So Leute, angekommen hier an der Porsche Arena, laden wir jetzt auf jeden Fall erstmal das Schlagzeug auf, weil das Ganze muss erstmal aufgebaut werden. Also nehmen wir hier einfach mal irgendwas mit, den schönen schweren Koffer, und dann gehen wir jetzt einfach mal rein in die Halle und gucken uns das Ganze an, wie das aussieht. Und ja Leute, ich sehe es schon, hier könnt ihr die Halle auf jeden Fall sehen, wo nachher alles voll sein wird. Ja Leute, jetzt stehe ich auf jeden Fall mal hier auf der Bühne. Wie ihr sehen könnt, sieht es echt fett aus und es ist echt mega, mega, mega groß. Und ja, hier wird dann nachher das Schlagzeug aufgebaut. Wir bauen das Ganze hier auf. Ja Leute, jetzt ist auch schon Soundcheck mit Pietro Lombardi. Der ist jetzt auch gerade auf der Bühne und jetzt wird einfach mal mit der Band geprobt. So Leute, nach einem kleinen Break, nach einer kleinen Pause, bin ich jetzt hier auf der Bühne und die Lochis sind jetzt da und machen Soundcheck. Um euch das Ganze mal zu zeigen, so sieht die Bühne übrigens von hinten aus. Hier sind so Lichter, hier, das ist der Keyboarder. Und hinter der ganzen Band ist eine riesige LED-Leinwand, wo man dann nachher von außen, wenn man ganz hinten sitzt, die Künstler einfach besser sehen kann. Und ja, Freunde, die Lochis sind jetzt dran mit dem Soundcheck, da würde ich sagen, viel Spaß. Ja Leute, der Soundcheck ist jetzt auch auf jeden Fall schon komplett fertig, also zumindest der Soundcheck mit der Band. Und ja, jetzt waren wir auch gerade noch was essen im Catering und ja, jetzt ist Soundcheck mit den Künstlern, die mit DJ spielen. Und ich kann euch sagen, Leute, wer ist da? Katja Krasavice ist gerade eben angekommen und steht da vorne auf der Bühne. Ich werde das Ganze auf jeden Fall für euch mitfilmen. Ich würde sagen, viel Spaß. Katja hat auf jeden Fall ihren Soundcheck gemacht, der ist fertig. Auf jeden Fall Leute, vielleicht fragt ihr euch, warum ich jetzt nicht so mit den Stars so Videos mache. Ihr kennt es doch bestimmt auch, wenn euch Leute nerven so. Und deshalb weiß ich immer nie, wie ich auf sowas reagieren soll, weil ich denke, Katja Krasavice oder so, die hat schon genug Leute, die ihr die ganze Zeit am Arsch kleben, wortwörtlich. Und will vielleicht auch ein bisschen ihren Freiraum, deshalb ich filme die Leute und vielleicht ergibt sich nach dem Auftritt oder nachher einfach mal spontan eine kleine Gelegenheit, wo ich einen von denen vor die Kamera holen kann. Und ja Leute, lange Rede, kurzer Sinn, ich würde sagen, wir sehen uns gleich beim nächsten Soundcheck. Doch als Kind schon ein Star in der Kita, du siehst jedes Jahr komisch wieder, Platin Signorita. Louis, 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 deine Frau zieht sich aus für eine Auf jeden Fall, Leute, ist die Halle jetzt schon gut gefüllt. Es war ungefähr von einer guten halben Stunde Einlass. Und ich kann euch sagen, es ist echt cool, hier einfach mit so einem Pass, ich habe hier so einen Backstage-Pass,
sich einfach hier frei bewegen zu können, ist echt mega nice. Anscheinend hat mein Vater gerade eben gemeint, dass Leon Mascher unser Video angeguckt hat, weil vor längerer Zeit haben wir ja mal eine Reaction gemacht auf Copacabana. Auf jeden Fall hat es gestimmt, was mein Vater gesagt hat. Leon hat unser Video angeguckt. Ich hab's gesehen, Mann. Ich hab deinen Vater sofort erkannt und ich dachte so, ey, ich kenne dich doch irgendwo. Also, ja, wir haben ein Video gedreht über Copacabana. Kann sein, dass du das Video gesehen hast. Dann dachte ich so, Alter, stimmt. Nice, er ist der Schlagzeugspieler. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall, ich muss sagen, derbe, erfahrener Typ. Krass. Ich bin auf jeden Fall auf deinen Song heute gespannt. Ja, Mann, bisschen danke. Aufgeregt. Also ich glaube, die Aufregung kommt immer eigentlich so eine Minute davor. Ja, schon. Ja, so ein bisschen Bauchkribbeln und so. Gehört schon dazu, ist auch irgendwo ein Muss, finde ich. Das ist so. Auf jeden Fall, ja. Wenn du nicht aufgeregt bist, ich weiß nicht, dann kann es sein, dass du wie so eine Leiche auftrittst. Aufregung gehört schon dazu. Wird geil auf jeden Fall, wir sehen uns später. Body.
Ja, Leute, das war das Petro Lombardi and Friends Konzert. Und wie ihr seht, bin ich dann auch schon wieder zu Hause. Wir haben dann auf jeden Fall noch das ganze Schlagzeug abgebaut und sind noch von allen verabschiedet, noch was Kleines gegessen. Und ja, resümierend kann ich sagen, das Konzert war echt mega, mega geil. Mir hat es echt viel Spaß gemacht und ich fand es auch echt geil, dass mich mein Vater immer zu solchen Konzerten mitnimmt, weil es ist ja auch nicht selbstverständlich. Ich habe auf jeden Fall viele, viele Stars und YouTuber und was auch immer getroffen. Und ja, Leute, ich hoffe, das Video hat euch auf jeden Fall gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da und ein Abo, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Dann würde ich sagen, Leute, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.